du mal 18 her. Vielen Dank. Lauf doch nicht. Also laufen. Was heißt laufen bei diesem Laufen? Glibber doch nicht vor mir weg. Ich will dich hauen. Darfst du doch nicht einfach so vor mir wegglibbern hier. Nein, stimmt gar nicht. Ich möchte ja hier rein. Ich möchte Navi mitnehmen. Hallo Navi. Danke Navi. Und tschüss. Ja, sehr gut. Erstmal treffen lassen. Aber eigentlich ist das relativ egal, glaube ich, hier, weil man kann Navi dreimal benutzen. Das heißt, entweder, dass es vollkommen egal ist, wenn man getroffen wird und man eigentlich nur diese ganzen Löcher überleben muss, oder das heißt, dass dieses Level so ewig lang ist, dass man es wirklich braucht. Ja, oder man lässt sich einfach total oft ganz dumm treffen. Ich benutze jetzt aber nicht Navi, ich mache jetzt was anderes. Ich nehme jetzt einfach die hier oben mit. Die Navi to go sozusagen. So, jetzt machen wir das wieder hier rum. Und das auch noch. Ich weiß ja nicht mal, ob man dieses Ding hier braucht. Das ist ja das Schlimme daran. Ich sammle das hier immer schön ein. Aber eigentlich keine Ahnung, ob das überhaupt nötig ist. Jetzt. Ja, jetzt würde ich mich gerne heilen lassen. Jetzt ist Navi in Urlaub geflogen. Super. Danke, Navi. Ich freue mich. Also, wunderbar. Finde ich klasse von dir. Okay, scheint wohl genau in dem Moment geschossen zu haben. Kann das übrigens sein, dass ich gar keine Leben verliere? Hab ich immer. Mir kommt es gerade so vor, als hätte ich immer genau 37 Leben hier, egal wie oft ich jetzt schon gestorben bin. Naja, egal. Darüber werde ich mich mal nicht beklagen. Ja, dann. Okay. Na, ne, jetzt sind 36. Habe ich eben immer ein Leben eingesammelt oder habe ich mich verguckt? Keine Ahnung. Egal. Ja, komm her. Komm. Okay. So, jetzt mal vielleicht ein bisschen vorsichtiger, damit man zumindest nochmal zu dieser hässlichen Stelle da hinten hinkommt. So. Hier weg. Auch. Machen wir jetzt mal wirklich ein bisschen langsamer. Komm, blob. So. Alles klar. Und Pilz da oben. Nein. Ich will immer da oben drauf. Das so aussieht, als müsste man da oben auf das Haus drauf mit dem Pilz. Aber eigentlich will man ja in das Haus rein, um Navi mitzunehmen. Wobei Navi natürlich vollkommen nutzlos ist, wenn die genau in dem Moment, wenn man sie eigentlich benutzen will, dann mal eben entscheidet, nee, ich hab jetzt Pause. Ich mach jetzt Mittag. Ich flieg jetzt hier aus dem Bildschirm und du hast Pech gehabt. Man kann natürlich auch direkt in die Steine reinspringen, dann ist das völlig egal, ob man Navi dabei hat oder nicht. So. Und das Ganze machen wir hier links. Du gehst weg. Aua. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie gar nicht so motiviert, auf meine Herzen hier aufzupassen, weil ich sowieso gleich wieder dadurch sterbe, dass mich irgendein hässliches Vieh wieder in einen bodenlosen Abgrund stößt, wo eigentlich überhaupt kein bodenloser Abgrund ist, weil man rein logisch wieder hier in dem Bildschirm auskommen müsste. Und jetzt fehlen wieder die Herzen und Navi ist weg. Es ist doch. Nee. So wirklich nicht. Bitte. So. Ja. Ja, ja. Ja, weißt du, was Spiel hier. Also, das sieht ein bisschen komisch aus, was ich hier mache, weil das Wechseln der Charaktere auf der Weltkarte, das geht mit Start plus Richtungstaste. Was irgendwie sich die Leute dabei scheinbar nicht überlegt haben, ist, dass man mit Start dieses komische Menü hier aufruft und so oft jetzt das im richtigen Timing drücken muss, bis man wieder den Charakter hat, den man will. So, was ich eigentlich sagen wollte. Spiel, Knick Hyrule. Geht gar nicht. Das versuche ich vielleicht ganz am Ende nochmal, aber erstmal schaue ich mir das andere hier an, weil ich eigentlich eher Mario spielen wollte und nicht unbedingt so Link und Zelda und die Stelle da hinten sieht so aus, als könnte man da noch sehr, 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 sehr oft dran sterben und da habe ich gerade im Moment keine Lust drauf. Deswegen gehen wir lieber zurück zu Sonic und spielen Robotniks Lair. Also Robotniks Höhle. Eben war es Robotniks Festung, jetzt ist es die Höhle. Und ich habe einen Herzcontainer da oben drin. Ja. Super Funktion. Also ein Herzteil mit Mario, doch. Und das hat so wahnsinnig viel Wirkung. Man sammelt das ein, dann ist das da.
Nee, komm, du kannst mal in der Lava baden gehen. Da ist schon wieder ein Zelda-Gegner, also irgendwie... Naja, gut. Willkommen in Robotniks... Höhle, ein einzelner Stern ist tief in dem Maze, in dem Labyrinth versteckt. Es sind 15 mal 15 oder 225 Kammern in allem. Viel Glück. Was? 15 mal... Okay. 15 mal 15. Gut, kriegen wir so hin. Ich zähle jetzt aber trotzdem nicht mit, weil hier sind noch gar keine Koordinaten drin. Nix. Ich laufe jetzt einfach mal hier so ein bisschen durch und dann gucken wir mal, wo wir auskommen. Wenn wir total verzweifelt sind, dann gehen wir wieder zurück oder so. Ach so, das war jetzt der gelbe Schalter, richtig. Und hier braucht es schon einen Schlüssel, den es hier oben gibt. Ja, das ist doch soweit schon mal... So, also soweit kann ich dem Level folgen. Das ist verständlich. Das verstehe selbst ich. Das ist alles klar. So. Hier, ja, komm, das Blatt nehmen wir mit. Blatt ist schön. Auch wenn ich gerade im Moment mal bei der Blume bleibe. Aber so generell Blatt zu haben. Haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Ach nee, das ging irgendwie anders. Egal. P-Switch. Ach ja, Flatterblöcke. So. Bringt das jetzt irgendwas oder war das... Ach so, Moment, richtig. Manchmal ist man ja so ein bisschen blind. Die Blöcke kamen doch von da oben. Dafür war das scheinbar nur da. Man braucht die, um da hinzukommen und dann hier links durchzukommen, richtig. Das hätte man sich auch alles sparen können? Nee. Nein, natürlich nicht. Hier unten ist... Genau, hier unten ist der rote Schalter. Und ich habe das Gefühl, ich möchte den drücken, bevor ich hochgehe. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ja, das stimmt. Das wollte man wirklich. Wenn da ein grüner Schalter ist, dann möchte man den vermutlich auch direkt drücken, um hier reinzukommen, um den Schlüssel mitzunehmen. Okay. Das war gar nicht mal so. Ach so. War nicht so geplant, aber kann man trotzdem machen. Hilfe, ich bin mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ich bin in die Falle gegangen hier. Genau, ja, irgendwie sowas. Hier werde ich mich nie dran gewöhnen, dass der beim Loslassen der Halten-Taste die Sprungbretter wegwirft und zum Hinlegen man nach unten drücken muss. Dazu noch, da ist eine Sache, da werde ich mich mit Sicherheit nie dran gewöhnen. Oh, und jetzt geht's hier hoch. Da braucht man einen blauen Schalter. Aber du könntest noch irgendwas Interessantes sagen, ja? Aha, diese Propeller sind so laut. Ich habe den Stern leuchten gesehen. Wie ein Beacon, ein Leuchtpunkt. Da hinten in der Mitte. Gib nicht auf. Ja. Alles klar, ich hatte auch nicht vor aufzugeben, Toad, aber es ist schön, dass du mir das auch nochmal sagst. Das war nicht so clever, mich da treffen zu lassen, aber ach, wir haben es ja. Muss man ja nicht so kleinlich sein hier. So, das ist der rote Kuribo-Schuh. Mit dem kann man irgendwie auf Stacheln laufen und so. Aha, das bringt jede Menge hier. Und hier ist wieder so eine komische andere Feuerblume. Also es sind ja alles Feuerblumen aus den Originalspielen. Allerdings finde ich das immer noch nach wie vor seltsam, dass hier in einem Spiel verschiedene Feuerblumen sind. Also verschiedene Bilder von den Feuerblumen, verschiedene Sprites. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob das hier wirklich richtig ist. Hey, da unten ist sogar ein Yoshi. Hallo, Yoshi. Ist mal weg da. Ah, eine Eisblume. Eisblume nehme ich doch schon mal gerne. Dann möchte man hier runter? Nein. Offensichtlich nicht. Ach so, blauer Schalter. Aha, übersehen. So, versuchen. Jetzt habe ich den noch direkt zweimal aktiviert, was natürlich so gar nichts bringt. Deswegen nochmal. Und wieder hier runter. Und dann geht es... Ja, du bist ein Wegpflanze. Weil ich möchte durch die Röhre durch. Wo auch immer die Pflanze dann... Nein. Lava doof. Lava ganz, ganz doof. Lava doof. Doof. Kann man eigentlich... Man kann die Feuerbälle einfrieren. Das ist doch schon mal scheiße, dass man dann die Feuerblume verliert, wenn man so blöd ist. Naja, egal.
Na, komm noch mal raus. Ich möchte nicht gegen dich springen eigentlich. So. Déjà-vu. Ich hab so gerade das Gefühl, als wäre ich hier schon mal gewesen. Was aber vermutlich gar nicht stimmt, oder? Ich weiß es nicht. In den 15x15 Räumen... Nein, hier war ich definitiv noch nicht. Aber ich habe trotzdem den Überblick verloren. Das war's, was ich gerade sagen wollte. Aber Mittelpunkt ist doch auch schon mal gut. Und... Hilfe, den Schuss habe ich zu spät gesehen da. Ich weiß jetzt nicht, ob man das aktivieren will. Wahrscheinlich, weil irgendwie will man in diesen Leveln hier immer alle Schalter genau einmal aktivieren oder so. Naja. Blau. Blauer Schalter. Ach, ja, den möchte man nicht aktivieren, was auch meine Theorie von gerade direkt wieder kaputt macht. Jetzt ist man irgendwie wieder ganz am Anfang. Was? Bin ich einmal groß im Kreis gelaufen. Aber beim letzten Mal war hier noch nicht offen. Deswegen hat das schon irgendwas gebracht. Mhm. Kommt man jetzt da oben? Ach, steht Guy Bones genau in dem Moment auf. Musste das sein? Also wirklich hier. Gut, nochmal. Gab ja zum Glück einen Mittelpunkt. Ich weiß gar nicht, wo der rote Schalter da wieder eingestellt sein musste. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier erstmal wieder Mond, Power-Up, das ist doch schon mal sehr schön. Man rutscht fast in die Lava, das ist nicht so schön, aber ist ja auch nur fast passiert. Kann man jetzt hier mit... Ja, da, ja, theoretisch vielleicht kommt man da hoch, aber... Okay, erstens ist die Zeit ziemlich knapp, um da hochzukommen. Und zweitens müsste man... Zweitens muss man gar nicht da hoch, weil man einfach den Schlüssel... runterfallen lassen kann. Okay. Prinzip verstanden. Alles kein Problem. So, ich brauche nicht mehr. So, ich die Preisfrage, wo war die Schlüsseltür? Da rechts. Und da muss man dann doch nochmal den Schalter hier drücken, damit man überhaupt hinkommt. So. Nein, das war gar nicht so geplant. Aber egal. Flieg's weg. Und dann schauen wir doch mal... Nein, das war auch nicht so geplant. Ja, gute Frage. Wie kommt man in dieser Engine mit einem Schlüssel eigentlich so eine Ranke hoch? Weil ich habe gerade meinen Schlüssel hier fallen lassen und ich würde gern... Ja. Problem? Wie kriege ich den Schlüssel da wieder hoch? Also... Ja... Im Originalspiel kann man ja auch problemlos so einen Schlüssel an so einer Ranke auffangen. Problem ist, das geht hier scheinbar nicht so richtig. Deswegen muss ich jetzt versuchen, diesen Schlüssel durch diese enge Lücke da oben durchzutreten, um den dann da oben einsetzen zu können. Nur wirft er den immer gerade nach oben. Das ist ja... bisschen doof, nicht? Wie funktioniert das? Funktioniert das überhaupt noch, oder? Ah, da hat er den Schlüssel zumindest schon mal schräg geworfen. Jetzt muss man das... Oh, das ist ja widerlich hier. Also... Ja. Nee, das ist hier ein ernsthaftes Problem. Also so mit dem Schlüssel. Merke, man möchte wirklich nicht den Schlüssel hier runterfallen lassen, weil irgendwie kriegt man den nicht mehr so richtig da hoch. Ich habe das Gefühl, bis ich den Schlüssel, falls das überhaupt möglich ist, nach hier oben gekriegt habe, kann ich das auch dreimal neu spielen. Und ich denke, genau das werde ich tun. So. Allerdings mache ich noch eine ganz kurze Aufnahmepause. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis demnächst.